Also Hashing, Algorithmen und Datenstrukturen. Darum geht's. Wir wollen eine Tabelle aufbauen. Im Wesentlichen mit drei Operationen. Und zwar mit den Operationen einfügen, löschen und suchen. Also wir möchten eine Tabelle aufbauen, bestehend aus einem Schlüsselelement, hier irgendwie Key genannt. Das Ganze steht aber mal für einen gesamten Datensatz. Irgendwie nehmen wir wieder einen Datensatz Student. Und da wäre der Key dann die Immatrikulationsnummer. Ja, und hier dieses X bezeichnet den ganzen Datensatz. Diese Dinger hätten wir gerne verwaltet und wir hätten ganz gerne diese Operationen. Also wir möchten Dinge einfügen, wir möchten die löschen und wir möchten die suchen, um dann gegebenenfalls eine Antwort liefern zu können. Jawohl, das haben wir schon. Und dann das Element zurückgeben, um dann vielleicht hier auf diese Attribute zuzugreifen oder halt die Information, wir haben das noch nicht. Und typischerweise nennt man so etwas Wörterbuch oder Neudeutsch Dictionary. Weil das ist auch so das Typische, die Operation, die man da macht. Das Erste, was wir uns mal überlegen, wenn wir so das hernehmen, was wir bislang kennengelernt haben, also diese Datenstrukturen, die wir jetzt kennen, und uns mal anschauen, wie sich das denn mit diesen drei Operationen da verhält. Also beispielsweise, wir nehmen eine sequenziell geordnete Liste in einem Array und wir hätten darauf gerne Insert, Delete und Search. Was haben wir da für einen Aufwand, wenn wir das damit machen? Also geordnete Liste in einem Feld einfügen. Wie lange brauchen wir dafür? O von N, genau. Und fürs Löschen? Genau, wir müssen wieder zusammenschieben. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie hier so eine Liste haben und die sind aufsteigend sortiert beispielsweise und wir nehmen den hier raus, ja, dann müssten wir den nach hier verschieben und das kann potenziell ja ganz am Anfang sein. Potenziell müssten wir dann alle irgendwie verschieben, weil wir das Ganze geordnet haben. Also einfügen und löschen, O von N und das Suchen, Log N. Das ist nämlich unsere binäre Suche. Und Platzbedarf, das nenne ich jetzt mal irgendwie Groß N, weil wir haben irgendwie ein Array, das müssen wir anlegen, haben wir meistens eine feste Größe. Gut. Wie sieht das denn aus, wenn wir diese Operation auf einer ungeordneten Liste implementieren wollen? Da würde ich jetzt einmal unterscheiden, dass wir einfügen und gucken, gibt es das Element schon? Sodass wir also, wenn wir doppelte Elemente potenziell hätten, das nicht zulassen, entsprechend dann das Doppelte löschen. Insert mit Duplikat-Elimination. O von N, weil wir müssen potenziell einmal durchlaufen. Ungeordnet heißt immer, da müssen wir alles untersuchen. Löschen und suchen, auch O von N. Wir müssen einmal ganz durch. Und Platzbedarf auch O von N, nämlich genauso viele Elemente, wie wir den verwalten wollen. Eben hatte ich ein Groß N genommen, ein Unterschied für den Fall, dass wir ja ein Feld immer der fester Größe anlegen, ja, und wir aber ja das nicht vollständig ausgefüllt haben müssen. Darum habe ich da einfach nochmal unterschieden zwischen einem kleinen N und einem großen N. Und wenn wir unser Feld, was ist ja irgendwie, wenn sie das implementieren, würden sie ja das Feld nicht immer durch so ein Realloc vergrößern, sondern sie würden das ja irgendwie einmal, keine Ahnung, mit 1000 Einträgen anlegen. Und dann tragen sie fleißig ein und wenn sie voll sind, dann würden sie sozusagen das vielleicht nochmal vergrößern, immer so blockweise. Was haben wir noch? Einfache Implementierung, eine geordnete Liste. Wie sieht das da aus? Member muss Search heißen. Also geordnete Liste. Also was jetzt hier nicht mehr funktioniert, suchen logarithmisch. Geht nicht mehr, weil sie keinen wahlfreien Zugriff auf die einzelnen Elemente haben. Ne, bei so einer verketteten Struktur. So, jetzt hätten wir aber das gerne irgendwie doch noch ein bisschen besser. Platzbedarf, das haben wir eigentlich immer geschafft. Linearen Platzbedarf, O von N, aber die Operationen hätten wir ganz gerne in konstanter Zeit. Das ist uns jetzt nicht so richtig geglückt.